ich bin über die Weihnachtsfeiertage jetzt nach Hause zu meinen Eltern. Also ich komme ja ursprünglich aus Bayern, bin dann mal wieder in die Heimat gegangen, 500 Kilometer hier von Bochum entfernt und habe im Endeffekt die Tage mit Bieren, Freunden und Familie genossen und natürlich insgesamt auch eine Pause von FIFA mal genommen, war auch mal wichtig, weil ich habe ja doch ziemlich viel im Oktober und November gespielt, auch mal länger nicht spielen theoretisch, darüber nachdenken, was man richtig, was man falsch gemacht hat und im Endeffekt läuft es jetzt auch trotzdem wieder richtig gut. Also in der Online-Qualifikation Erster in der Welt zu werden, bedeutet natürlich auf jeden Fall was. Ist auf jeden Fall ein Zeichen an die Konkurrenz, so in diesem Jahr ist mit mir zu rechnen. Aber mehr als ein Zeichen ist es halt auch nicht. Also ich hätte genauso 64. werden können in der Quali und wäre genauso bei dem Event dabei und hätte dieselben Voraussetzungen vor dem Turnier. So ist es jetzt eben schön, Erster zu sein, nur für das Turnier bedeutet das noch nichts. Da gilt es dann, sich komplett neu zu beweisen. Also ich selber sehe mich nicht unbedingt als Favorit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass einige andere denken, dass ich einer der Favoriten bin, einer der Players to watch. Und ja, auf der Xbox gibt es immer wieder dieselben Kandidaten, mit denen zu rechnen ist. Das sind auf jeden Fall ein Rocky, Taz, Gorilla und Kurt. Also Rocky, Taz und Gorilla haben letztes Jahr offline jeweils ein Event gewonnen, haben da schon bewiesen, dass sie offline in der Lage sind, großartige Leistungen abzurufen. Und Kurt bezeichnet sich auch selber als Besten in der Welt. Und momentan geht er in FIFA 18 auch sehr gut steil, ist für mich einer der Top-Favoriten mit. Ja, der größte Unterschied ist eigentlich zwischen Online- und Offline-Qualifikation, dass online spielst du mehrheitlich eigentlich gegen Leute, die nicht vom eigenen Niveau sind, also die trotzdem deutlich drunter sind, aber über 160 Spiele musst du halt 155 Siege holen, spielst davon vielleicht in den 160 Spielen 5 bis 10 Mal gegen richtig, richtig starke Gegner, die auch sich für so ein Offline-Event qualifizieren könnten. So, beim Offline-Event ist dann aber der Unterschied, dass du nur solche Gegner hast, die sich halt dafür qualifizieren können. Und da ist ja die Grundqualität nochmal eine ganz andere und du hast wirklich keinen Gegner, den du einfach mal im Vorbeigehen schlägst. Es ist das erste offizielle Turnier von EA in diesem Jahr, also in FIFA 18. Und es ist der erste Schritt zur WM. Also man kann sich dort, wenn man auf der Xbox unter den 64 Leuten unter die besten 8 kommt, kann man sich für ein weiteres Offline-Event qualifizieren, das Playoff-Event. Und ich glaube, das findet im Juni statt und da geht es dann um die WM-Quali. Also es ist jetzt der erste Schritt zur WM. Es geht schon mal um ein gutes Preisgeld. Preispool ist insgesamt $400.000 und der erste Platz bekommt 22.000. Und da ist natürlich das Ziel, einen möglichst großen Teil davon abzubekommen. Nächsten Mittwoch, Donnerstag kommen dann alle Spieler, finden sich dann ein. Also habe ich eigentlich am Donnerstag noch mal ein bisschen Zeit abzuschalten, mich an die Stadt zu gewöhnen, auch mal die Stadt anzuschauen, ein paar Sehenswürdigkeiten zu erblicken. Und ab Freitag gilt es dann im Turnier. Man weiß noch nicht genau, wie der zeitliche Ablauf ist vom Turnier her, aber Freitag, Samstag, Sonntag findet da was statt. Also Freitag wahrscheinlich Gruppenphase, Samstag die K.O.-Phase und Sonntag dann Halbfinale und Finale. Aber wie genau, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es eine super Zeit dort wird. Ich stecke natürlich schon intensiv momentan in Vorbereitungen. Jeden Tag wird trainiert gegen andere Profis. Ist natürlich wichtig, dass man auch immer wieder gegen Leute spielt, die auf dem eigenen Niveau sind, weil das ist das Einzige, was einen noch weiterbringt. Wenn ich jetzt gegen irgendwelche Leute spiele, die ich im Vorbeigehen Schlag und 5-0 Schlag, das bringt mir selber nichts, weil ich weiß, ich spiele bei dem Event gegen Leute, die werde ich nicht 5-0 schlagen, sondern das werden enge Spiele und da muss man sich eben sehr gut darauf vorbereiten und das kann man nur, indem man gegen andere Profis spielt. Und die spielt natürlich auch eine große Rolle. Es gibt Zeiten, da muss man viel über FIFA nachdenken, aber es gibt dann auch Zeiten, wo es weniger eine Rolle spielt. Jetzt letzte Woche hatte ich zum Beispiel, wo ich einen Tag über ziemlich schwach gespielt habe und ich wusste, was defensiv los war und im Nachhinein habe ich mir ein paar Spiele dann angeschaut, nochmal analysiert und eben theoretisch schon mal dann Gedanken gemacht, ja, was hast du jetzt da falsch gemacht? Und wenn man da dann intensiv dran denkt, dann kann man da auch einiges noch dran ändern. Ansonsten die körperliche Fitness ist sehr wichtig. Ich glaube wirklich, bei den letzten Prozenten kann das einen großen Unterschied machen und wenn du nur 1% mehr konzentrationsfähig bist, macht es auf dem ganz hohen Niveau gegen Profis einen Unterschied.
Und deswegen ist es wichtig, sowohl mental als auch körperlich jeweils fit zu sein. Gestern habe ich mir eigentlich so die letzten Gedanken gemacht, wie das Team ausschauen muss. Verändert sich momentan noch ziemlich viel, weil diese Woche das Team of the Year rausgekommen ist von EA. Und ja, die Karten werden auch im Turnier verfügbar sein. Die konnte man selber noch nicht spielen, aber wenn man sich deren Werte anschaut, dann müssen die im Team landen und dementsprechend werde ich dann auch mein Team gestalten. Auf jeden Fall werden diese Team of the Year Karten eine entscheidende Rolle spielen, weil es macht nochmal einen Unterschied, ob du jetzt einen Cristiano Ronaldo da stehen hast oder einen Cristiano Ronaldo in seiner Team of the Year Version. Die Team of the Year Version hat ja fast überall die Spitzenwerte von 99, ob jetzt Tempo, beim Schießen, beim Dribbling, bei der Stärke, bei der Ausdauer, das ist einfach nur verrückt. Und ist halt nochmal deutlich besser als die normale Karte und deswegen wird jeder auf dem Event auf einen Team of the Year Ronaldo oder Team of the Year Messi zurückgreifen.